wir beobachten, ist, dass sein Vertrauen über die letzten 2 Jahre für uns massiv verspielt hat. Die letzten 3 Tage haben massiv zu diesem Vertrauensverlust beigetragen. Ich habe das Gefühl, er hat die Dinge nicht mehr in der Hand. Er tut so, als ob nichts passiert wäre in Wahrheit. Er tut so, als ob er so weitermachen will, ohne zu berücksichtigen, dass es keine parlamentarische Mehrheit unter Umständen gibt. Und jetzt hat er noch, soweit es uns betrifft, die Gelegenheit, bis Montag für dieses Vertrauen wieder zu sorgen. Aber das ist seine Aufgabe. Da ist er verantwortlich dafür. Und darum sagt man nicht einfach, ja, wir werden ihm das Misstrauen aussprechen. Weil es eine Angelegenheit ist, die sehr wohl überlegt sein muss und wo man schon auch meines Erachtens einem österreichischen Bundeskanzler, und das ist er ja noch, weil er sich mehr als Parteivorsitzender aufführt, als wir als Bundeskanzler, die Chance gibt, zu überzeugen, Vertrauen wieder herbeizurufen. Und auch das, was der Kollege Scherk angesprochen hat, diese Aufklärung, die kann er ja auch noch liefern. Es ist ja noch Zeit, nicht? Und Montag sieht man dann. Ich bin überzeugt davon, das geht gar nicht um staatstragend, sondern ich halte es für unsere staatspolitische Verantwortung, dass wir uns nicht noch mehr ins Chaos stürzen einerseits, weil die Krise ist ja unfassbar da, das ist offensichtlich. Und ich glaube, wie schon vorher gesagt, dass wir zuerst Aufklärung brauchen und die muss der Bundeskanzler bringen. Und ich glaube auch, dass wir sehr schnell diese notwendigen Maßnahmen, die aufgrund der Dinge, die hier ans Tageslicht gekommen sind, die man deswegen setzen muss, dass man das sehr schnell machen muss. Und ich glaube auch, dass er hier eine Mitverantwortung hat. Und letzter Satz, weil Sie gesagt haben, wahltaktisch, also in erster Linie versuche ich hier aus staatspolitischen Gründen zu argumentieren. Und selbst wenn man wahltaktisch argumentiert, glaube ich, dass wenn der Bundeskanzler hier durch ein Misstrauensvotum abgesetzt wird, dass es ihm am Schluss eher nützt. Kurz hat jetzt in den letzten Tagen gezeigt, dass er nicht für Stabilität steht, sondern dass er für Machterhalt steht und ausschließlich Machterhalt. Und wenn man über staatspolitische Stabilität spricht, wäre das Ergebnis meines Erachtens, wenn ein Misstrauensantrag gegen einen Bundeskanzler eine Mehrheit fände, dass relativ rasch ein wahrscheinlich parteifreier oder sehr seriöser Elder Statesman in diese Funktion eingesetzt werden würde. Und da sehe ich dann keine staatspolitische Instabilität, sondern die Regierung wird weiter bestehen. Die wird dann wahrscheinlich ziemlich sicher auch, wenn der Bundespräsident in der Auswahl hier sehr sorgfältig agiert, und davon gehe ich aus, wird sicher nicht ein weiterer Misstrauensantrag kommen, und dann ist bis zur Wahl sozusagen eine überparteiliche Regierung da, die das Land weiter verwaltet. Gleichzeitig läuft der Wahlkampf. Wahrscheinlich würde das auch nicht als unbedingt instabil sehen. Liefern Sie sich mit dem Kanzler dann und auch der ÖVP dann nicht aus? Weil wenn man ihn jetzt weiterträgt, also die FPÖ sollte sie gegen ihn stimmen und die Oppositionsparteien, die übrigens sagen, nein, da machen wir nicht mit, dann kann doch in den kommenden Monaten passieren, was auch, oder ist das nicht so? Was kann dann die ÖVP machen, dass sie überhaupt irgendwann sagen wird, okay, jetzt reicht's, jetzt stimmt der Misstrauensantrag zu? Aber ich habe jetzt gerade Dinge aufgezählt. Ich habe Ihnen gesagt, das ist für essentiell. Achte, dass wir zuerst einmal umfassende Aufklärung haben. Da geht es darum, wann wusste der Bundeskanzler von diesem Video, hat er in unserer dringlichen Anfrage, wo wir die Frage der illegalen Parteifinanzierung der FPÖ aus Russland schon am Donnerstag thematisiert haben und so weiter. Diese Dinge muss man aufklären und dann muss man sehr schnell handeln in Bezug auf die Maßnahmen. Wie kann man garantieren, dass sowas in Zukunft nicht mehr möglich ist? Und das ist, glaube ich, der Lackmustest für den Bundeskanzler, wenn er sich hinstellt und uns klar sagt, er hat hier gemerkt, dass etwas im Argen ist, und es ist ja nicht nur die FPÖ, die über gemeinnützige Vereine sich versucht hat oder auch nicht zu finanzieren, sondern das käme aus der ÖVP genauso, aus der SPÖ im Übrigen auch in einigen Bereichen. Und dieses Problembewusstsein muss da sein, und diesen Test werden wir machen. Aber das ist eine Voraussetzung, das heißt, wenn da nichts kommt, so zufrieden, würden sich die Neos auch vorbehalten, ihm sehr wohl nochmal bei einem Antrag womöglich eine Woche später. Ich glaube, wir müssen jetzt einmal schauen, dass er zuerst aufklärt und dass wir die dringlichsten Probleme, die hier ans Tageslicht gekommen sind, dass wir diese Sümpfe trockenlegen, und ja, wenn der Bundeskanzler hier kein Problem Bewusstsein zeigt, müssen wir die Situation sicher neu bewerten. Aber es geht darum, dass alle Finanzen der Parteien öffentlich sind, sprich alle Einnahmen und Ausgaben. Wir als Neos haben das seit unserer Gründung immer so gemacht. Sie können auf unserer Homepage nachlesen, wann wir eine Pizza bestellt haben oder wann wir Klopapier gekauft haben. Ich halte das für unfassbar essentiell. Das Zweite ist, es braucht originäre Einsichtsrechte des Rechnungshofs in die entsprechenden
in die Rechenschaftsberichte und auch davor in die Parteifinanzen, weil nur dann geklärt werden kann, ob das richtig ist, was hier passiert. Und es braucht ganz scharfe Sanktionen, wenn man sich nicht an diese Regeln hält. Der Rechnungshof muss auch das Recht haben, in Parteikonten hineinzuschauen, mit notwendigfalls Zwang sozusagen und sagen, wir wollen jetzt wissen, dass also man nicht derzeit... Also momentan ist es so, dass man einen Rechenschaftsbericht abgibt und der Rechnungshof, also zwei Wirtschaftsprüfer den prüfen und dann der Rechnungshof, die Sanktionen sind bei, Sie wissen das, bei Überschreitung der Wahlkampfkostenobergrenze lächerlich gering. Der Rechnungshof muss die originäre Möglichkeit haben, Parteifinanzen zu überprüfen, weil ansonsten genau das passiert, was leider schon über Jahre und Jahrzehnte bis zu einem gewissen Grad gängige Praxis war, was Heinz-Christian Strache im Video erklärt hat. Also auch mit den richterlichen Beschluss anfragen, in Konten reinschauen. Ja, ich halte das für zwingend notwendig. Und ich sage jetzt was vielleicht, es ist einfach so. Ich sehe jetzt nicht unsere Aufgabe zu definieren, was genau geschehen muss, damit der Kurz vielleicht doch noch eine Mehrheit im Nationalrat bekommt. Es ist jetzt seine Aufgabe, dafür zu sorgen, Vorschläge zu machen, uns die Gewissheit zu verschaffen, dass ein gewisses Vertrauen da ist. Sie, die SPÖ ist eine der traditionsreichsten Regierungsparteien im Land. Sie waren Jahrzehnte an der Macht mit großen Koalitionen, absolute Mehrheiten. Warum kommt von der SPÖ immer Kurz, 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 muss sich erklären, er muss vorgeben, wollen Sie denn nicht gestalten und sagen, das sind jetzt unsere Vorschläge, warum so defensiv und das wollen wir, das wollen ich, wir, das wollen ich sehe das nicht als defensiv, ich sehe das, jetzt ist Zeit einmal, dass er seine Verantwortung als Bundeskanzler, seine Restverantwortung als Bundeskanzler wahrnimmt und sich beginnt, so wie einer zu verhalten.